Am Wort ist die Frau Abgeordnete Ulrike Königsberger-Ludwig. Bitte, Frau Abgeordnete. Danke, Herr Präsident, geschätzter Herr Minister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Ganz besonders möchte ich begrüßen die Besuchergruppe meiner Kollegin Daniela Holzinger aus dem Bezirk Vöcklerbruck. Herzlich willkommen. Ich möchte auch zur Pflegegeldnovelle sprechen und möchte ganz zu Beginn betonen, geschätzte Zuseherinnen und Zuseher, dass das Ziel der Sozialdemokratie natürlich jenes ist, dass man unser, und ich möchte es jetzt so sagen, Herr Kollege Kickl, unser gutes Pflegesystem, und da gehört nicht nur das Pflegegeld, sondern gehören eine Reihe von Maßnahmen dazu, in einem wirklich bedarfs- und bedürfnisorientierten Zustand erhält, sodass alle Menschen, die in Österreich Pflege brauchen, Unterstützung brauchen, wenn sie eben pflegebedürftig werden, diese auch in Zukunft erhalten werden. Das ist das erklärte Ziel der Sozialdemokratie, und dazu gehört es auch, verantwortungsvolle Finanzierbarkeit anzuschauen und immer wieder auch das System darauf zu überprüfen, ob es denn das Ziel, das wir haben, nämlich bedarfs- und bedürfnisorientierte Angebote zu schaffen, auch tatsächlich verfolgen kann. Deswegen es ist auch wichtig, dass man immer wieder schaut, wo man verbessern kann und wo man verändern kann. Und geschätzte Damen und Herren, ich möchte vielleicht ein wenig zurückblicken, weil jetzt vom Kollegen Kickl schon ein Szenario gezeichnet worden ist, wenn jetzt im nächsten Jahr viele, viele tausende Menschen oder überhaupt das Pflegegeldsystem in Gefahr wäre. Es ist nicht so. Es werden auch in Zukunft viele Menschen in das Pflegegeldsystem hineinkommen. Es werden auch 2015 ca. 65.000 Menschen neu zu dritt in unser Pflegegeldsystem hineinkommen. Und das wissen Sie auch, Herr Kollege Kickl, wir haben jetzt im Moment in Österreich, genau mit Stichtag Ende September 2014, 455.284 Menschen, die in Österreich Pflegegeld beziehen. Das sind, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, 5,35% aller Menschen, die in Österreich leben. Und das gesamte Pflegegeldsystem, was jetzt vom Bund finanziert wird, umfasst jetzt 3 Milliarden Euro. Also wenn man sich herstellt und sagt, es wird im Bereich Pflegegeld nichts getan, dann möchte ich das wirklich, wirklich vehement widerlegen, weil es einfach nicht so ist. Und Sie wissen auch, Herr Kollege Kickl, es besteht seit dem Jahre 1993, wo der Hilflosenzuschuss in das Pflegegeldsystem übergeleitet wurde, ein Rechtsanspruch auf dieses Pflegegeld. Das heißt, jeder Mensch, der pflegebedürftig ist, und das möchte ich auch betonen, es bekommt nicht auf soziale Bedürftigkeit an. Es ist nicht, dass sozial schwache Menschen Pflegegeld erhalten, sondern es kommt auf die Pflegebedürftigkeit an. Es ist ein anderes System. Es ist auch nicht dazu gedacht, Herr Kollege Kickl, dass man mit dem Pflegegeld Armut bekämpft. Es ist daran gedacht, dass man mit Pflegegeld pflegebedürftigen Menschen einen Zuschuss zu ihren Leistungen geben kann. Einen pauschalierten Zuschuss, wo man eben sagt, man kann sich dadurch ein selbstbestimmteres Leben ermöglichen. Das ist der Sinn von Pflegegeld und nicht, dass man damit Armut bekämpft. Das sollte man vielleicht auch in der Debatte das eine oder andere Mal tatsächlich auch erwähnen, geschätzte Damen und Herren. Ich möchte auch sagen, dass mit der heutigen Novelle, das ist jetzt gar nicht besprochen worden, dass mit der heutigen Novelle auch das Pflegegeld für alle Menschen ab dem Jahr 2016 um 2% erhöht wird. Natürlich kann man sich immer mehr wünschen, aber alle Pflegegeldbezieherinnen und Bezieher werden ab dem Jahr 2016 2% mehr erhalten, egal in welcher Pflegestufe die Menschen eingestuft sind. Und ich möchte auch noch ein Missverständnis ausräumen, das immer auch so in der Vordebatte im Raum gestanden ist, dass behinderte Menschen ganz besonders davon betroffen sind. Das stimmt einfach nicht. Wir alle wissen, dass behinderte Menschen, wenn sie stark sehbehindert sind, wenn sie Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer sind, automatisch in der Stufe 3 eingestuft werden, des Öfteren auch 3, 4, 5 eingestuft werden. Das wissen wir alle. Es hat auch unter einem Bundesminister Hunsdorf im Jahr 2009 die Einführung der Schwernostzulage gegeben, wo speziell demenzkranke Menschen oder auch Kinder und Jugendliche zwischen dem Alter von 0 bis 15 Jahren Erschwerniszulagen erhalten, wenn sie eben eine Pflegebedürftigkeit nachweisen. Auch da sind höhere Stundensätze angerechnet, sodass speziell auch dieser Personenkreis nicht davon betroffen sein wird, dass sie nicht mehr in die 1er oder in die 2er Stufe, wie Sie das gesagt haben, eintreten werden können. Alles in allem gibt es einfach dazu zu sagen, dass ich überzeugt bin davon, dass mit Bundesminister Hunsdorfer ein Mann das Sozialministerium führt, der sich sehr wohl bewusst ist, dass im Bereich des Pflegegeldes eine Reihe von Maßnahmen im Bereich der Pflege eine Reihe von Maßnahmen zu setzen sind. Deswegen gibt es auch den Pflegefonds, wo man eben auch versucht, stationäre, teilstationäre Angebote in den Bundesländern zu schaffen, in den Gemeinden zu schaffen, weil wir alle wissen, geschätzte Damen und Herren, Geld alleine pflegt nicht. Man braucht auch Menschen, die die Pflege machen. Und deswegen ist es ein Paket
Paket, das man anschauen muss. Und ich bin überzeugt davon, dass die Maßnahmen, die heute gesetzt werden, dazu führen werden, dass wir das Pflegesystem in den nächsten Jahren gut aufrechterhalten werden können, weil wir alle wissen, dass die demografische Entwicklung dazu anleitet, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie wir Pflege, wie wir sie kennen, garantieren können in den nächsten Jahren.